Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video über Oracle VM VirtualBox. Wir befinden uns im Oracle VM VirtualBox Manager und heute möchten wir einmal die Einstellungen zeigen, die wir in Oracle VM VirtualBox machen können. Wir finden hier links die Liste unserer virtuellen Computer, derzeit nur einer. Den klicken wir an und anschließend klicken wir bei den Symbolen hier oben auf Ändern. Daraufhin öffnet sich der Einstellungsmanager und wir finden hier die Einstellungen. Zuerst einmal allgemein, wenn wir über eine Einstellung fahren, zum Beispiel Version oder Betriebssystem oder Name, dann können wir hier unten weitere Informationen zu dieser Einstellung finden. Zunächst einmal können wir hier unter Allgemein Basissachen ändern, zum Beispiel den Namen. Ubuntu virtuell zum Beispiel nenne ich das. Und hier können wir auch Betriebssystem und Version ändern. Zum Beispiel, wenn ich sage, oh, das war jetzt doch eine 64-Bit-Version, gehe ich hier auf Ubuntu und wähle Ubuntu 64-Bit. Geht aber natürlich auch in die andere Richtung. Über Erweitert können wir Ordner für Sicherungspunkte festlegen und Optionen, ob man entfernbare Medien zulassen möchte oder nicht. Außerdem kann man eine Beschreibung eingeben. Diese ist aber nicht zwingend notwendig. Das ist mein virtuelles Ubuntu zum Beispiel. Sehr wichtig ist diese Einstellungsgruppe System. Hier können wir einstellen erstmal die Hauptplatine. Wie viel Arbeitsspeicher soll zur Verfügung stellen? Das haben wir auch beim Start, beim ersten Erstellen festgelegt. Und dort kann ich jetzt was anderes, zum Beispiel statt 1024, 1042 MB einstellen. Das macht zwar nicht viel Sinn, aber wenn man zum Beispiel jetzt mal 1 GB mehr dem System spendieren kann, lege ich das über die Hauptplatine fest. Hier kann ich die Bootreihenfolge festlegen, von welchem Medium der virtuelle Computer als erstes starten soll. Und hier unten, das braucht man aber eigentlich nur, wenn man ein besonderes Betriebssystem verwendet, wie Mac OS X, kann man noch den Chipsatz ändern oder gegebenenfalls auch den EFI aktivieren. Hier ist der Prozessor. Hier können wir feststellen, wie viele Prozessoren dem System zur Verfügung stehen sollen. Derzeit ist es einer. Und ob es eine CPU-Begrenzung geben soll. Das ist vor allem nützlich, wenn man einen nicht so leistungsfähigen Computer hat. Dort kann man dann hier die Leistung der CPU, also die CPU-Begrenzung, aktivieren. Das hat zur Folge, dass der Computer, also der physische echte Computer, nicht zu überlasten droht. Und außerdem gibt es hier noch Hardware-Beschleunigungen. Ein weiteres wichtiges Feature ist die Anzeige. Das benötigt man vor allem, wenn man besondere Fähigkeiten des Betriebssystems benutzen möchte, wie zum Beispiel in Ubuntu die Effekte oder Ubuntu Unity oder in Windows Aero. Dann muss man sich gegebenenfalls hier 3D- und 2D-Beschleunigung aktivieren oder auch den Grafikspeicher erhöhen. Außerdem kann man hier auch die Anzahl von Bildschirmen, von virtuellen Bildschirmen erhöhen. Auch eine Fernsteuerung ist möglich, um die Anzeige zu steuern. Diese wird aber normal nicht benötigt. Der vierte Punkt in den Einstellungen ist Massenspeicher. Hier kann ich zum Beispiel eine Festplatte hinzufügen oder eine andere Festplatte hinzufügen oder ein CD-Laufwerk. Es kann zum Beispiel sein, dass ich ein weiteres extern angeschlossenes CD-Laufwerk anschließe, hier hinzufüge, dass ich meine Blu-rays anschauen kann auf dem virtuellen System oder dass ich eine bereits vorhandene Festplatte mitverbinde, damit mehrere virtuelle Computer gleichzeitig eine Festplatte benutzen können. Dann kommt Audio für den Sound. Da kann ich den Treiber auswählen und ob ich überhaupt Sound haben möchte. Dann Netzwerk. Da kann ich auch mehrere Netzwerkadapter einstellen und serielle Schnittstellen. Diese zwei Sachen werden eigentlich standardmäßig eingestellt. Die muss man nicht ändern, wenn man normal Ton und Internet haben möchte.
Allerdings das Netzwerk kann man gegebenenfalls deaktivieren, wenn man einen Rechner ohne Internet haben möchte. Die Serienschnittstellen werden heute meist nicht mehr gebraucht. Zum Beispiel, wenn man einen Drucker, einen älteren Drucker verbinden möchte, dann kann man das machen mit den seriellen Schnittstellen oder ältere Hardware. Aber für viele neuere Hardware oder für die meiste wird dann doch USB benötigt. Das ist, wenn sich jetzt jemand wundert, warum hier USB 2.0 deaktiviert ist, dafür wird ein Extensions Pack benötigt, das man sich aber herunterladen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die gemeinsamen Ordner. Hiermit kann ich einen ganz normalen Ordner einstellen, der sowohl von Windows als auch von der virtuellen Maschine benutzbar ist, um zum Beispiel Dateien einfach auszutauschen. Genau. Das sind die Einstellungen hier von Oracle VM VirtualBox. Wir hoffen, wir konnten euch damit helfen. Und schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail an video@tchsupport.com. Und ihr könnt uns auch gerne mal schreiben oder hier in die Kommentare schreiben, was ihr gerne von Oracle VM VirtualBox erfahren möchtet in einem Video. Also viel Spaß und bis zum nächsten Video.